Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich in unserem Schlafzimmer. Das habe ich ja vor kurzem auch umgebaut. Dazu gibt es ein komplettes Makeover-Video mit diesem Bettrückenteil und unserem Baby-Bay, was übrigens auch sehr gut genutzt wird. Also wir haben erst so gedacht, mal gucken, ob er da drin überhaupt schläft, weil voll viele gemeint haben, bei ihnen war das nur Ablage. Die ersten 2-3 Wochen war es auch nur Ablage, aber jetzt wird es sehr viel genutzt und wir sind froh, dass wir es haben. Im heutigen Video geht es hier so ein bisschen um diese Ecke da hinten. Eigentlich haben wir überlegt gehabt, dass da der Wickeltisch hinkommt, der klappbare. Den haben wir jetzt aber ins Bad gehängt und deshalb ist da so ein bisschen frei und ist noch so ein bisschen Baustelle. Und darum kümmern wir uns heute. Und ich habe mir gedacht, es würde ganz cool aussehen, wenn man da hinten ein Regal an die Wand anbringt. Zum einen haben wir ein bisschen mehr Stauraum für den Kleinen. Zum anderen sieht die Wand dann einfach nicht so kahl aus und man kann halt das Regal schön dekorieren. Und ich bin mal wieder durch den Baumarkt geschlendert und habe dann diese Teile hier gefunden. Die sind eigentlich für so Vorratsregale, gibt es in verschiedenen Größen. Und ich habe mir gedacht, es wird auch richtig cool aussehen, wenn man da drauf dann so ein Multiplex-Holz drauf macht. Dann ist es so ein richtig schönes, minimalistisches Regal. Bevor ich jetzt anfange, das Regal hier zu bauen, muss ich erstmal ein bisschen aufräumen. Hier steht ganz schön viel Zeug rum. Und dieser Fliesenhocker finde ich mega schön, habe ich auch selber gebaut, gibt es auch ein Video dazu. Der weicht, weil wir möchten die Kommode noch ein Stück weiter nach vorne schieben, dass man da einfach ein bisschen besser hinkommt. Und dann soll das Regal so ein bisschen nach links versetzt an die Wand kommen. Ja, das heißt, ich räume mal hier so ein bisschen rum. Sieht doch direkt schon mal viel besser aus da hinten und ich habe jetzt hier meine Multiplex-Platte. Ich habe mir im Baumarkt 3 Stück davon runtersägen lassen. Die sind 20 cm breit und 1,25 lang. Die sind deshalb 1,25 lang, weil die Platten von Multiplex-Holz meistens 1,25 x 2,50 m sind. Und deshalb habe ich einfach gesagt, sägt mir mal 3 20 cm Streifen runter. Es hat knapp 30 Euro gekostet. Und die nehmen wir halt als Regalbretter. Ich finde auch, Multiplex sieht einfach ziemlich cool aus durch dieses Schichtholz. Und das Coole ist, dadurch, dass es halt Schichtholz ist, ist es super stabil, verzieht sich nicht leicht und kann dadurch, dass es so stabil ist, auch mega dünn sein. Und das finde ich gerade bei einem Regal cool. Dann wirkt es nicht so klobig, sondern richtig schön filigran und minimalistisch. Ich habe mir überlegt, dass es doch cool wäre, wenn das so ein bisschen versetzt ist. Also das Regal ist dann so ein bisschen nach links versetzt, dass es nicht direkt drüber ist, weil wir haben hier schon relativ viel durch die Kommode und deshalb würde ich so ein bisschen Gewicht an der Wand hier noch mehr in die Mitte und nach links verlagern. Ich habe mir das jetzt einfach mal hier so hingelegt und so finde ich es eigentlich ganz cool. Das bietet sich auf jeden Fall an, dass man das so macht, dass man einfach erstmal gucken kann, wie gefällt es mir überhaupt und vor allem, wie breit ist nachher der Abstand zwischen diesen Leisten, weil das ist ja dann entscheidend, wie groß der Überstand rechts und links von den Brettern ist. Bevor ich das jetzt aufhänge, checke ich einmal, ob hier irgendwo Stromleitungen oder Wasserleitungen sind. Ist nicht der Fall. Dann kann ich das eigentlich auch aufhängen. Die erste Leiste ist nochmal einfacher. Dann nehme ich mir einfach eine Wasserwaage. Halte das jetzt einfach in der Höhe hin, in der ich das nachher haben möchte. Deshalb ist die erste Leiste auch einfacher, weil ich da die Höhe nicht passend machen muss. Ich muss nur gucken, dass das Teil im Wasser ist. Das sehe ich ja dann hier so. Ich finde, so sieht es doch eigentlich gut aus. Vielleicht noch ein Stück hoch. Perfekt. Und dann nehme ich mir eine Schraube und zeichne damit einfach die Pünktchen an in der Wand. So, sieht man alle? Jawohl. Ui. Ja, und dann nehme ich mir jetzt einfach einen Bohrer. Ich habe hier einen 8 mm Bohrer, damit ich nachher meine passenden Dübel nehmen kann und bohre hier jetzt erstmal überall rein. So, sehr gut. Dann mal die Dübel reinstecken. Und die Wand ist relativ hohl, deshalb hatte ich so ein bisschen Befürchtungen, ob das überhaupt hier passt. Ich weiß nicht, was da mal dahinter war. Vielleicht war hier sogar mal ein Durchgang, das weiß man ja nie in so einem alten Haus. Auf jeden Fall hört sich das sehr hohl irgendwie an. Deshalb habe ich auch noch Gipskartondübel gekauft. Das sind so Spiraldübel. Wenn die normalen nicht halten, dann machen wir es mit denen, aber ich probiere es jetzt erstmal so. Hallo? Oh, ich hasse, manchmal hasse ich echt Dübel. Wenn es dann nicht funktioniert, ist echt kacke. Ich glaube, der Dübel dreht durch. Verdammt. Jetzt ist natürlich blöd. Alle haben gehalten, außer die letzte Schraube.
Oh je. Yeah. Dübel, hä? Dübel, dübel, dübel. Ja, mach ich mal vielleicht einen größeren rein. So, dann auf ein neues. Hoffentlich hält das jetzt alles. Zack, zack. Jetzt macht es einen soliden Eindruck. Das hält jetzt richtig, richtig gut. Ich mache mal kurz diese hässlichen Aufkleber weg. Ich verstehe nicht, warum da immer so Papier... Also doch, ich verstehe schon, weil man muss es natürlich irgendwie einscannen können, diese Teile. Aber diese Papiersticker sind so nervig. Da bleibt immer was hängen irgendwie. Und das ist auf jeden Fall so, dass man das jetzt halt überall hier einhängen kann, an jeder Position. Zack. Und dann hält es da drin. Oder auch weiter unten. So. Ich mache das, glaube ich, in drei verschiedenen Höhen irgendwie. Wahrscheinlich hier einmal. Und vielleicht da einmal oder so. Und dann hier. So. Das ist vielleicht doch eigentlich ganz cool. Damit ich die zweite Leiste auf der gleichen Höhe befestigen kann, habe ich hier jetzt meinen Laser. Den mache ich mal hier unten hin. Und der muss natürlich genau auf der Höhe sein von diesem Teil hier. So, den befestige ich da mal. So mache ich mir das jetzt einfach. Man kann es natürlich auch irgendwie ausmessen. Aber jetzt kann ich es halt einfach wieder hier so hinhalten. Zack. Und dann das gleiche mit der Wasserwaage und der Schraube wieder machen. Unten einmal bündig. Perfekt. Dann diese Wasserwaage anlegen. Passt, sieht gut aus. Und dann mit der Schraube überall reingehen. Zack, 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 zack. Dann kommt wieder mein Bohrer hier drauf. Und ich bohre die ganzen Löcher durch. Dann die Dübelis. Und wenn man zu faul ist wie ich, um runterzugehen, um den Hammer zu holen, dann kann man auch seinen Akkuschrauber nehmen und einfach mit dem Hinterteil das so leicht reinklopfen. Aber Achtung, ist kein Tipp hier, weil ich weiß nicht, wie gut es dem Akkuschrauber tut, sondern holt lieber euren Hammer und seid nicht faul wie ich. Dann wollen wir auch mal hier reindrehen. Zack, zack, wo bist du? Hier. Perfekt. Dann hänge ich mal hier die Halter ein. Man kann sich ganz gut an den Schrauben orientieren, wo man die Dinger einhängen muss. So und hier. Und dann kommt das Regalbrett hier so drauf. Das Brett nehme ich jetzt aber nochmal weg und runter in die Werkstatt. Da habe ich auch noch die anderen zwei. Und zwar schleife ich das einmal komplett. Diese Multiplexplatten sind recht glatt, also falls ihr kein Schleifgerät habt, ist es nicht so schlimm. Man kann auch einfach mit einem Handschmirgelpapier so ein bisschen die Kanten brechen, weil die sind recht scharf, aber so die Flächen sind eigentlich ganz okay. Und deshalb nehme ich mir einfach mein Schleifgerät und gehe einmal komplett überall über die Flächen drüber und breche dann so ganz leicht die Kanten, aber nicht so stark, dass sie rund werden, sondern einfach nur, dass es nicht so scharf ist. Dann lege ich mal die schön glatt geschliffenen Bretter hier drauf. Zack. Zack. Nice. Sehr cool. Hier hinten ist jetzt ungefähr so ein Zentimeter Abstand zur Wand. Ich habe mir noch überlegt, ob ich das so ausklinken will, also diese Leiste hier aus dem Holz raussägen, damit es direkt an die Wand geht. Aber zum einen sind die Wände relativ schief, was dann vielleicht hier auch nicht so cool aussehen würde. Und zum anderen finde ich, sieht es sogar richtig cool aus, wenn da so ein Abstand ist, weil dadurch schwebt dieses Brett so ein bisschen mehr. Ich werde die Bretter jetzt mitteln, das heißt, ich messe einfach mal hier auf der Seite. Das sind 26 cm. Und hier sind es, wow, 24, also schon ziemlich gut. Rutsche ich ein Stück noch rüber, so, 25 und 25. Nice. Dann mache ich die überall hier auf 25 hin. Wow, hier habe ich mich aber verguckt, hey. Leck mir.
Und jetzt sind hier unten an den Trägern so Löcher drin. Und das ist mega perfekt, weil man dadurch jetzt einfach eine Schraube von unten in das Holz drehen kann. Und dann haben wir die Bretter darauf fixiert. Das heißt, ich nehme jetzt eine kleine Schraube, die halt genau ins Holz reingeht, aber halt nicht oben durchstößt. Ja, und die drehe ich jetzt einfach von hier unten rein. Das heißt, ich muss es schön halten, na, gucken. Gerade natürlich rein, so. Hoppa. Ja, mega, wow. Richtig stabil. Ja, und das mache ich jetzt noch für die anderen zwei Bretter. Nice, nice. Wir haben uns hier jetzt noch so Klappboxen gekauft. Ich finde die mega schön, die gibt es in verschiedenen Farben. Wir wollten aber so einen schlichten Ton. Die kommen dann hier rein und da kann man dann Sachen reintun, wie dann hier zum Beispiel Bücher. Das sind englische Geschichten, englische Märchen. Die sind noch von Maries Kindheit. Zum Beispiel sowas kann hier rein oder aber auch irgendwie so kleine Rasseltierchen oder so. Ja, da können wir mal noch gucken, was da alles reinkommt. Ich dekoriere jetzt einfach mal so ein bisschen das Regal, so wie ich denke. So sieht es doch schon mal ganz süß aus. Wenn das nachher richtig in Benutzung ist, dann müssen wir es eh nochmal umstellen. Hier, dieses Kuscheltier ist auch so cool. Das ist eine Krabbe einfach, haben wir von Freunden geschenkt bekommen. Ja, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall jetzt so ein bisschen nach so einer Baby-Ecke aus, was ich voll schön finde, weil er hat ja aktuell noch kein eigenes Kinderzimmer. Deshalb haben wir hier das seine Kommode mit seinen Kleidungsstücken und deshalb finde ich es irgendwie ganz schön, wenn diese Seite so ein bisschen babymäßig ist. Dann kommt jetzt der Pflanzenwürfel mal noch hier hin. Ich stelle mal hier so die Pflanze hin. Und dann mal gucken, muss man einfach noch so ein bisschen aufräumen, aber ich finde, so sieht es doch schon mal ziemlich nice aus. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es in diesem Video zwei Regale gibt. Und zwar gibt es deshalb zwei, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches hier hin soll. Deshalb habe ich noch ein anderes gebaut und für euch natürlich auch cool. Dann könnt ihr gucken, was gefällt mir besser, gefällt mir überhaupt eins. Vielleicht brauche ich ja irgendwann mal ein Regal. Ich habe auch wieder 4 Multiplex-Platten gekauft und die mir im Baumarkt zusägen lassen, auf die gleichen Maße wie vorhin, also diese 20 cm Breite. Und dann habe ich erstmal mir 3 cm starke Leisten runtergesägt. Das habe ich mit der Handkreissäge gemacht, kann man aber auch ganz normal mit der Stichsäge machen. Oder man fragt sogar im Baumarkt nach, ob man einfach noch 2 3 cm Stücke runtergesägt bekommt. Die habe ich dann auch noch in der Länge gekürzt auf 90 cm, also eigentlich von den Dimensionen ziemlich ähnlich wie dieses Regal hier. Dann habe ich meinen Exzenterschleifer genommen und bin einmal über die Fläche und die Kanten. Die Kanten waren irgendwie so ein bisschen rauer und hatten mehr Spreisel als die Kanten vom Baumarkt. Also die haben wahrscheinlich einfach eine bessere Säge, die weniger Späne rausreißt. Und dann war die Idee, dass die Regalbretter nachher auf so Rundstäben aufliegen. Deshalb habe ich mir ein Rundholz genommen. Das hat auch 3 cm Durchmesser. Das heißt, es ist genauso stark wie die Leisten nachher. Da habe ich erstmal in der Kopfseite ein Loch auch mit dem 4er Bohrer reingebohrt, weil da soll das nachher ja befestigt werden. Anschließend habe ich die Rundstäbe nebeneinander hingelegt, denn ich habe jetzt nochmal 2 Löcher pro Rundstab reingebohrt. Es hätte auch ein Loch gereicht, weil dieses Loch ist dafür da, um das Fachbrett nachher von unten festzuschrauben, so wie bei dem anderen Regal. Also wie gesagt, wenn ihr es nachbaut, macht lieber nur ein Loch vorne hin. Nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich mir abgemessen, in welchen Abständen ich nachher die Regalbretter dort anbringen möchte. Ich habe das einfach mal so hingelegt und habe geguckt, okay, was möchte ich ungefähr haben. Ich habe von unten und von oben jeweils 17 cm Abstand genommen und das mittlere Brett habe ich direkt
in der Mitte gesetzt und dann habe ich einfach einen 4er Bohrer genommen und diese 6 Löcher reingebohrt. Habe dann nochmal 4 Löcher reingebohrt, weil man muss das Ganze natürlich auch befestigen. Ich habe 2 pro Leiste reingemacht. Ich habe mir dann recht lange Schrauben genommen und dann von hinten durch die Leiste habe ich die Schraube durchgesteckt und dann vorne halt das Rundholz aufgesetzt und dann mit dem Akkuschrauber das festgezogen. Hier muss man aufpassen, dass sich halt nicht alles immer dreht, also dass das Rundholz nicht dreht, weil wichtig ist, dass die Löcher nachher von unten nach oben durchgehen, dass sie halt nicht quer sind, weil da schrauben wir nachher das Fachbrett fest. So habe ich auf jeden Fall pro Stab die 3 Rundhölzer befestigt, das heißt immer von hinten die Schraube durchgesteckt und dann das Ganze schön verschraubt. Dadurch, dass es so eine dicke und lange Schraube ist, hält es wirklich richtig gut. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber es ist gar kein Problem, das richtig arg zu belasten. Anschließend habe ich die 2 Kufen an der Wand befestigt. Die erste habe ich einfach auch mit der Wasserwaage in der Höhe hingemacht, die mir halt so optisch gefällt. Habe die 2 Löcher reingebohrt, Dübel reingesteckt und das Ganze dann festgeschraubt. Um die 2. Kufe an der Wand dann zu befestigen, habe ich mir einfach ein Regalbrett genommen, das dann auf die eine feste Kufe draufgelegt, eine Wasserwaage auf dieses Regalbrett gelegt und die 2. Kufe dann in die richtige Höhe genommen, sodass halt die Wasserwaage im Wasser war. Und dann habe ich da einfach auch die Löcher angezeichnet, Dübel reingesteckt und dann das Ganze verschraubt. Ja, und dann konnte ich eigentlich auch schon meine Fachbretter nehmen und die einlegen und ebenfalls von unten dann befestigen. Ich habe da auch einfach kurze Schrauben genommen, sodass die halt rein ins Holz gehen, aber oben nicht rausgucken. Habe das an jedem Holm gemacht und dann war auch dieses Regal fertig. Jetzt hoffe ich sehr, euch gefallen die 2 Regale. Mich würde mega interessieren, welches Regal ihr schöner findet. Also ich finde irgendwie beide mega cool. Ich finde aber hier jetzt besser, dass wir das haben, weil ich einfach schön finde, diese ganz feinen Metallleisten. Aber ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass man zum Beispiel die anderen Holzkufen einfach weiß lackiert. Dann verschwinden die auch nochmal mehr. Und ich mag halt wirklich dieses Rundholz. Also sähe schon auch cool aus, wenn dieses andere Regal, was ich jetzt in der Werkstatt angebracht habe, hier hängen würde. Aber ja, ich kann nicht sagen, welches mir am besten gefällt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr wisst, jedes Kommentar unterstützt mich, damit der Algorithmus meine Videos besser anzeigt. Und ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.